Willkommen. Wir sind at JAX Conference. Mein Name ist Yolande Poirier und mein Gast heute ist Wolfgang Weigand. Danke. Hallo, Yolande. So, du arbeitest at Oracle? Ja. Und was machst du? Ich bin bei Oracle in der Systemberatung für das Thema Java-Technologie und Architektur zuständig. Und da geht es darum, der Einsatz von Java bei Kunden wirft viele Fragen auf, wie kann man neue Merkmale benutzen. Ja, und wir kümmern uns auch um die Java-User-Gruppen in Deutschland. Und das war natürlich ein gelungener Anlass, mit dem JDK 9 über das Thema zu sprechen. So, gestern hast du deinen Vortrag über die modulare Plattform im Java 9 gegeben. So, was hast du gesprochen? No. Danke für die Frage. Diese Frage, warum machen wir überhaupt die Plattformmodularisierung mit JDK 9, kam natürlich bei den meisten auf, ja, bei den Usergruppen und auch bei den Teilnehmern natürlich. Das heißt, wir haben die Plattform zerlegt. Warum? Nicht als Selbstzweck, sondern um Java wieder sinnvoll zusammenzufügen und mit der eigenen Anwendung entsprechend zu kombinieren. Das heißt, wir möchten kleinere Teile von Java, die wirklich benutzt werden, ausrollen mit der eigenen Anwendung. Und wir möchten dafür sorgen, dass das Ganze automatisiert passiert. Und ja, damit wir mehr Ordnung in die bisherigen Mechanismen mit ClassPass-Technologie reinbringen, dass man eben bestimmte Anzahlen von Jar-Files einfach in den ClassPass reinwirft. Das soll eben abgelöst werden, ordnungsgemäß kontrolliert ablaufen, dass der Rollout von eigenen Anwendungen mit Java wesentlich besser, effektiver funktioniert. So, was war die Motivation für Jigsaw? Die Motivation war eben genau, ein neues Modulsystem aufzubauen, damit wir an der Stelle exakt sagen, welche Funktionalität in dieser Modulstruktur, in den drunterliegenden Packages nach außen geführt werden kann, welche APIs Internals sind und welche APIs Public sind. Und die Herausforderung liegt dabei, eben kontrolliert Funktionalität in einer Modulstruktur nach draußen zu bringen und Dinge, die von außen niemand benutzen sollte, auch dann zu kapseln, einzuschließen. Und dabei geht es darum, die Module entsprechend zu deklarieren und dann zu sagen, Module werden angefordert über Required und die Packages werden über Export praktisch dann in dem Modul deklariert. Das oberste Modul muss dann die Typen, die offen sind, mit Public entsprechend auch deklarieren. Also über Requires Public Module und die darunterliegende Funktionalität ist dann eben frei zugänglich, soweit man das haben möchte. Auch hier gibt es natürlich eine Möglichkeit der Abwärtskompatibilität. Ich kann bestimmte Funktionalität mit bestehenden ClassPass-Hierarchien, ClassLoader-Hierarchien in Unnamed Modules reinstecken. Auch da gibt es eine Menge Informationen dazu. Das heißt, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, die bestehende Technologie weiterhin zu nutzen und mit Unnamed Modules praktisch zu arbeiten. Dann haben wir zwei weitere Formate. Einmal das JImage-Format, was es erlaubt, ein schnelles Klassenlesen innerhalb von Java zu ermöglichen. Und das ist über die Java Runtime Tools zugänglich und sollte nur so genutzt werden. Und die andere Variante ist ein JMOD-Format, was bisher noch einen provisorischen Charakter darstellt, dass ich eben ein ähnliches ZIP-basierendes Format habe, was den Jar-Files sehr nahe kommt. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, einmal JImage intern für die Modularisierung, dann JMOD für den Übergang und dann kann ich natürlich weiterhin noch meine Klassen nutzen, indem ich eben die Hintertür beispielsweise über minus groß X Exports nutze und dann Unnamed Modules
verwende, in denen dann meine Klassen von gekapselter Funktionalität zu finden sind. Und du hast mehrere Jogs vorher besucht und wie war das Feedback? Ja, das war natürlich recht vielfältig und ich muss dazu sagen, bei den Java-User-Gruppen in Frankfurt, in Berlin und in Bremen gab es sehr viele Fragen, Anmerkungen, Diskussionen und wir haben natürlich ganz, ganz unterschiedliche Fragen zur Motivation, warum man das tut, wo die Verbesserung ist, ja, wie beispielsweise die Versionierung genutzt werden kann, durch die Entwicklungswerkzeuge, durch die IDEs von außen kontrolliert werden kann, unterstützt werden kann oder auch von Build-Tools und beispielsweise mit Gradle sehr gute Möglichkeiten bestehen, diese Versionsverwaltung zu machen, sodass ich eben dort beispielsweise Java-Implementierung, unterschiedliche Klassen austauschen kann, dass ich eine Implementierung einer Klasse mit einem JDK 7, mit einem 8 und mit einem JDK 9 machen kann, dass ich eben Abhängigkeiten von Libraries pro JDK dort aufbauen kann und dass ich eben unterschiedliche Services auch einbauen kann und damit praktisch die Funktionalität auch schrittweise austauschen kann. Das ist natürlich wichtig, dass das Ganze per Java Version String über die APIs von Java praktisch zugreifbar ist. Ich kann auch selber diese Verwaltung praktisch in den Code einbauen, aber es ist so gedacht, dass die Build- und Konfigurationswerkzeuge von außen die Versionierung unterstützen und auch schon bei der Entwicklung die IDEs das unterstützen. Und das ist eine der meistgestellten Fragen neben dem Anwendungspackaging, wie kann ich eben mit meiner eigenen Anwendung das Ganze zusammenbringen und natürlich auch, wie groß ist das Ganze oder besser gesagt, wie klein wird es mittlerweile und es wird wesentlich kleiner als das, was wir früher hatten, indem man das komplette Java immer rausschieben musste und da haben wir natürlich verschiedene Verbesserungen und es sind sehr, sehr viele einzelne neue Aspekte und wir sind natürlich in Diskussion, diese einzelnen Fragen auch zu klären.